Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Und heute dachte ich mir, so kurz vor Weihnachten machen wir das Ganze wenigstens ein bisschen weihnachtlicher. Deswegen wird es jetzt gleich ein paar Ausschnitte vom Weihnachtsmarkt geben, denn es gibt heute ein Video zum Thema Smartphone-Fotografie. Und diese Smartphone-Kameras werden ja immer besser und inzwischen sind echt viele Leute unterwegs, die tatsächlich auch fast nur noch mit dem Smartphone fotografieren. Soweit würde ich persönlich nicht gehen, aber ich möchte mit euch zusammen heute mal in diesem Video so ein bisschen genauer schauen, wie man seine Smartphone-Fotografie weiter verbessern kann, denn diese Kamera, die hat man eigentlich immer mit dabei. Und man sagt ja immer so schön, es gibt ja dieses Sprichwort, die beste Kamera ist die, die man immer in der Hosentasche hat. Und das ist nun mal die Smartphone-Kamera. Von daher schauen wir uns heute mal so ein paar Tipps an, wie man seine Smartphone-Fotografie noch weiter verbessern kann. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Safdesk. Wenn du mehr über Safdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe jetzt hier das neue iPhone 11 Pro in der Hand. Das ist jetzt das, was ich so nutze. Natürlich kann jeder sich aussuchen, welches Smartphone er benutzen möchte, welche Firma und so weiter. Da gibt es ja diesen großen Streit immer, Apple oder Android. Meine Güte, Leute. Also ganz ehrlich, da kann ja jeder sich selber aussuchen, was er möchte. Und beide Firmen, beide Betriebssysteme sind gut. Von daher werde ich mich da gar nicht auf diese Diskussion großartig drauf einlassen, sondern es geht mir vielmehr darum, dass man generell mit Smartphones inzwischen richtig geile Fotos machen kann. Und sowohl das iPhone hat ja inzwischen 3 Kameras hinten, als auch viele Android-Geräte. Da hat man inzwischen jetzt eine super Weitwinkelkamera drin und sogar auch eine Telekamera. Bedeutet, man kann auch ein relativ großes Spektrum inzwischen abdecken von den Objektiven her. Die Qualität der Kameras wird natürlich auch noch immer besser und vor allem auch die Lichtempfindlichkeit von diesen Kameras. Wenn ich mir anschaue, was man gerade noch so vor 5 Jahren für Fotos bei schlechtem Licht gemacht hat mit so einer Handykamera und wie es heute aussieht, das ist schon wirklich enorm. Und deswegen gibt es jetzt von mir an dieser Stelle mal insgesamt, ich glaube, 7 Tipps wären es am Ende zum Thema Smartphone-Fotografie. Tipp Nummer 1. Nutze die dritte Regel. Die dritte Regel kennt man auch aus der normalen Fotografie und dabei wird das Bild in insgesamt 9 Teilbereiche aufgeteilt. Und diese dritte Regel, wie der Name schon sagt, unterteilen das Bild einmal vertikal in 3 Bereiche und einmal horizontal in 3 Bereiche. Und dann gibt es insgesamt 4 Kreuze, wo sich diese Linien insgesamt treffen. Und auf einem der 4 Kreuze sollte man das Objekt nach Möglichkeit positionieren, welches im besonderen Vordergrund stehen soll. Man kann diese Regel natürlich auch mal komplett ignorieren, aber sie eignet sich gerade für Anfänger sehr, sehr gut, um eine schöne Komposition hinzubekommen. Du kannst dir jederzeit in deiner Kamera-App auch die Drittelregel bzw. die Gitterlinien für die Drittellinien anzeigen lassen und damit die Komposition natürlich wesentlich einfacher hinbekommen. Das musst du einfach in den Einstellungen deiner Kamera machen. Tipp Nummer 2, nutze führende Linien. Führende Linien sind auch ein sehr beliebtes Werkzeug, wie du die Betrachter deines Fotos noch besser in den Bildmittelpunkt bzw. auf den Punkt lenken kannst, wo das Interesse liegen soll. Und führende Linien, das kann alles sein. Das kann zum Beispiel eine Straße sein, die sich schlängelt. Das kann eine Linie von Baumspitzen sein, die nach unten führt. Das können Häuser sein, alles Mögliche. Also da ist deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber glaube mir, dieses Hilfsmittel wirkt wirklich Wunder. Tipp Nummer 3 ist eine App, die ich dir vorstellen möchte und die nennt sich ProShot.
Mit ProShot hast du die Möglichkeit, noch viel mehr Kameraeinstellungen zu tätigen als in der normalen Kamera-App. Da kann man ja schon eine ganze Menge einstellen, aber mit ProShot hast du die Möglichkeit, zum Beispiel im RAW-Format zu fotografieren. Du kannst deine Belichtungszeit nochmal einstellen, du kannst deinen ISO-Wert nochmal einstellen. Die Blende ist eigentlich bei jedem Smartphone vorgegeben, aber zumindest die Belichtungszeit und die ISO-Zahl kannst du dort selbstständig einstellen. Genauso wie den Weißabgleich und so weiter. Du kannst den Fokuspunkt manuell verschieben. Also da hast du eine sehr, sehr große Auswahlmöglichkeit von Dingen, die du noch ändern kannst, was du normalerweise in deiner normalen Kamera nicht tun kannst. Von daher, lad dir mal ProShot runter. Es gibt auch natürlich ganz viele andere Apps, die das auch können. Aber ich bin bei ProShot gelandet. Hat, glaube ich, 6 Euro gekostet, diese App, und ist für mich unverzichtbar geworden. Alleine schon der Fakt, dass man damit eine RAW-Datei erstellen kann, ist für mich Gold wert. Tipp Nummer 4, das ist ein Punkt, den kennt vielleicht der ein oder andere schon, der mich schon sehr lange auf Instagram verfolgt. Denn ich habe mal in meinen Stories einen Tipp gepostet, wo es darum ging, wie man mit dem Handy, mit dem Smartphone eine Langzeitbelichtung erstellen kann. Und zwar nicht, indem ich jetzt das Handy irgendwo auf ein Stativ stelle und dann länger belichte, sondern es geht darum, und das funktioniert vor allem bei Apple, ich weiß nicht, ob es auch bei anderen Android-Geräten zum Beispiel funktioniert, aber hier habe ich die Möglichkeit, Live-Fotos zu machen. Das sind quasi so kleine animierte Fotos, wo man so eine halbe Sekunde davor und danach noch mit drauf hat, und dann kann man da sich den besten Moment quasi raussuchen. Und mit diesen Live-Fotos habe ich die Möglichkeit, daraus eine Langzeitbelichtung zu machen. Das geht ganz einfach, indem man das Foto dann einmal macht, dann wischt man einmal nach oben und dann kann man unter Effekte Langzeitbelichtung aussuchen und schon hat man daraus eine Langzeitbelichtung gemacht. Eigentlich super einfach, dieser Tipp, aber man muss es halt auch erstmal wissen. Tipp Nummer 5 ist ein Tipp, der nochmal deine Komposition verbessern wird, und da geht es darum, mehr Tiefe in dein Bild zu bekommen. Denn es ist ja auch so in der normalen Fotografie, je größer oder kleiner ein Abstand zu einem Objekt im Foto ist, umso mehr Tiefenunschärfe erzeugst du und umso mehr Tiefe bekommt auch dein Bild. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier mit einer Glaskugel fotografiere und dabei sehr, sehr nah mit dem Handy über dem Boden bin, und dafür nutze ich auch gerne mal das Handy umgedreht, weil dann sind nämlich die Kameras noch näher am Boden dran, dann bekomme ich eine sehr schöne Tiefenunschärfe in den Vordergrund und damit bringe ich mehr Tiefe in das Bild. Probier es einfach mal aus, und je näher du an diese Kugel rangehst, umso unschärfer wird dann auch wieder der Hintergrund. Weil nämlich auch das eine sehr, sehr große Rolle spielt, wenn du deinen Hintergrund unscharf bekommen möchtest, wie eigentlich der Abstand zwischen den einzelnen Objekten ist und das Verhältnis dazwischen vor allem. Tipp Nummer 6. Jetzt beim iPhone ist es gerade erst rausgekommen. Ich weiß, dass andere Kamera- oder beziehungsweise andere Smartphone-Hersteller das auch schon länger hatten, ist der Night Mode. Und der Night Mode ist nochmal dafür da, um deine Bilder, wie der Name schon sagt, bei schlechten Lichtverhältnissen, also wenn es dunkel ist, noch besser zu machen. Bedeutet, wir haben dort jetzt wesentlich bessere Qualität, auch bei Bildern mit sehr, sehr wenig Licht. Den Night Mode, der aktiviert sich automatisch, du kannst ihn aber dann auch noch einstellen. Bis zu 3 Sekunden kann so ein Bild belichtet werden. Man sollte dabei relativ ruhig bleiben, aber es ist jetzt nicht so wie bei einer normalen Kamera, wenn du 3 Sekunden belichtest und dabei auch nur so ein bisschen wackelst, dass dann das ganze Foto verwackelt ist, sondern das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also das iPhone stabilisiert da automatisch richtig, richtig gut und die Bilder werden am Ende knackscharf und man hat super Ergebnisse im dunklen Licht. Und gerade mal, wenn ihr dann mal auf die Highlights guckt in so einem Bild, die sind nicht ausgebrannt, sondern die sehen richtig gut aus. Und Tipp Nummer 7, jetzt geht's ans Editing, und dafür würde ich dir empfehlen, Lightroom Mobile zu benutzen. Lightroom Mobile ist ein super Programm, eine super App. Die ist natürlich auch nicht kostenlos, also Adobe, ihr wisst es selber, ja. Aber es gibt natürlich auch noch Alternativen, wie zum Beispiel Snapseed. Snapseed ist auch eine sehr, sehr schöne App zur Bildbearbeitung. Kann ich auch nur empfehlen. Ladet euch auf jeden Fall mal diese beiden Apps runter und schaut einfach mal, was euch eher liegt. Ich werde jetzt hier mal ein Bild auf jeden Fall noch bearbeiten mit Adobe Lightroom. Dafür gehe ich jetzt hier in Lightroom rein und jetzt kann ich hier einmal auf Importieren klicken aus Aufnahmen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Bilder von dem Weihnachtsmarkt hier mit der Glaskugel. Das werde ich mal hier bearbeiten. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt kann ich hier anfangen, meine Bearbeitung auszuführen. Ich kann mal anfangen hier mit Licht. Das heißt, die Belichtung hier ziehe ich nur ein kleines bisschen weiter nach oben. Auch den Kontrast ein bisschen.
Lichter werde ich nach unten ziehen, um hier noch so ein bisschen was zu retten. Und da sieht man auch schon, dass so eine RAW-Datei eine ganze Menge ausmacht. Die Tiefen werde ich dafür ein bisschen aufhellen. Mein Weißpunkt setze ich und genauso auch mein Schwarzpunkt. Das sieht schon mal gut aus. Dann gehe ich hier als nächstes in Farbe rein und werde mal schauen. Ich glaube, ich mache das Bild einen Tick weiter bläulich noch. Und von der Tönung her gehe ich auch ein kleines bisschen weiter Richtung Grün. So, Dynamik und Sättigung gefällt mir soweit ganz gut. Und dann gehe ich als nächstes in die Effekte rein und werde hier noch so ein bisschen Textur in das Bild bekommen, gerade hier in dem Vordergrund. Wir haben ja hier kurz über der Straße fotografiert. Gerade da ist Textur natürlich besonders wichtig und schön. Eine Vignette gebe ich hier noch dazu. Ein kleines bisschen Dunst entfernen. Ja, für mich sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Dann geht es als nächstes in die Details. Das Bild kann man hier auch noch schärfen, nicht zu doll. Ich würde jetzt hier mal behaupten, dass man so eine Schärfe von 50% ungefähr reinbringen sollte. Den Radius bringe ich mal dafür noch ein Stück weiter runter. Und ein kleines bisschen maskieren tun wir das Ganze auch noch, damit wirklich auch nur die Stellen geschärft werden, die geschärft werden müssen. Dann geht es in die Optik. Chromatische Aberration möchte ich entfernen. Profilkorrekturen oder beziehungsweise Objektivkorrekturen habe ich noch aktiviert. Von der Geometrie her sieht es eigentlich gut aus. Ein kleines bisschen würde ich es drehen. Ja, jetzt ist es wirklich gerade. Das Seitenverhältnis, soweit passt alles. Und dann klicke ich hier einmal auf begrenzte Zuschnitt. Upright, lassen wir mal aus. Das passt soweit. Und jetzt kann ich hier noch nach vorne gehen und selektiv noch bearbeiten. Jetzt habe ich hier mal den Pinsel ausgewählt. Jetzt klicke ich hier oben einmal auf das Plus, Pinsel. Man kann jetzt hier mit einer weichen Kante schön reinmalen und einmal hier die Kugel auswählen. Und diese Kugel, da kann ich jetzt hier entsprechend zum Beispiel hier noch so ein bisschen Belichtung reinbringen und ein bisschen mehr Kontrast, damit wir diese Kugel einfach nochmal so ein bisschen mehr ins Zentrum rücken von dem Ganzen. So, und dann werde ich mal als nächstes hier noch einen Verlaufsfilter nehmen und jetzt hier mal so einen Verlauf aufziehen, von unten nach oben. Den kann ich jetzt auch noch so ein bisschen verschieben. Und auch hier möchte ich nochmal an die Belichtung rangehen und hier die Belichtung noch so ein bisschen dunkler machen. Ja, das gefällt mir gut. Wenn ich fertig bin, klicke ich hier einmal auf OK. Und ich glaube mal fast, dass man das ganze Bild jetzt hier tatsächlich so lassen kann. Gefällt mir gut soweit. Und so haben wir auch ganz schnell auf dem Smartphone jetzt ein Bild bearbeitet. Das waren also 7 Tipps, wie du mit deinem Smartphone bessere Fotos machen kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen geholfen. Jetzt ist Weihnachten angesagt und ich hoffe natürlich, dass du die Weihnachtszeit gut mit deiner Familie, mit deinen Freunden oder mit wem auch immer, wer dir wichtig ist, verbringen kannst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wenn du noch einen Weihnachtswunsch hast oder auch vielleicht noch was suchst, was du verschenken kannst an andere Fotografen, dann schau auf meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es nach wie vor sehr, sehr viele Videotrainings und auch ein paar Fotoreisen für das nächste Jahr. Also schau da auf jeden Fall mal vorbei, würde mich freuen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns auch auf Instagram wiedersehen. Dort heiße ich StefanSchäfer90. Jetzt also, wie gesagt, wünsche ich dir frohe Weihnachten und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich dir ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben verlinke. Photoshop für Fotografen Teil 2 ist draußen. Endlich ist es soweit. Ihr habt oft nachgefragt, wann es endlich den zweiten Teil gibt. Und jetzt ist es soweit. Photoshop für Fotografen Teil 2, die Fortsetzung von dem ersten Teil, die darauf aufbaut. Und jetzt geht es los, dass wir tiefer in die Materie einsteigen und ganz spezielle Themen bearbeiten, wie du deine Bilder richtig geil optimieren kannst. In diesem Videotraining werde ich dir zeigen, wie du mit Luminanzmasken arbeitest, wie du Luminanzmasken erstellen kannst, was Luminanzmasken sind, wofür sie gut sind und wie ich damit meine Bilder wirklich richtig gut optimieren kann. Wie kann ich Kontraste aufbauen in bestimmten Bildbereichen? Wie kann ich meine Farben optimieren? Wie kann ich Dodge and Burn anwenden? Und das in nur ganz speziellen Bildbereichen, die ich mir wirklich ganz präzise auswählen kann.
Wir werden uns außerdem mit dem Fokus-Stacking beschäftigen und mit einfachen Blendings. All das wirst du in diesem Videotraining erfahren. Das Videotraining geht ungefähr 3 Stunden lang. Du wirst RAW-Dateien inklusive bekommen, mit denen du mitarbeiten kannst. Und all das gibt es ab sofort auf meinem Online-Store www.stefanschaefer-store.de. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Videotraining und ich hoffe, dass du dabei genauso viel Spaß haben wirst wie ich und eine Menge lernen wirst.